Lange haben wir darauf gewartet und nun hat Apple endlich den neuen 24 Zoll iMac in 7 unterschiedlichen Farben auf den Markt gebracht. Und so beeindruckend ich diesen iMac technisch an der einen oder anderen Stelle auch finde, so gibt es einige Sachen, die mich durchaus etwas stören. Was das ist und noch vieles mehr, das erfahrt ihr in diesem Video. Die größte Neuerung am iMac ist sein Design. Er kommt nun in 7 unterschiedlichen Farben, die ich zugegebenermaßen wirklich cool finde. Ich finde es einfach toll, dass Apple sich endlich wieder traut, etwas Farbe in die iMacs zu stecken. Und ich finde es auch wirklich cool, dass Apple die Farben zweistufig gestaltet hat, sodass der Standfuß und der iMac von vorne etwas dezenter aussieht, während die Rückseite dann richtig knallige Farben bekommt. Ich meine, stellt euch das einfach mal in irgendeinem Büro vor, das schafft auf jeden Fall einen Eindruck, der hängen bleibt. Das technisch beeindruckendste ist jedoch, wie dünn der neue iMac ist. Gerade mal 11,5 mm tief ist das neue Design. Nur zum Vergleich, mein aktueller Monitor ist ca. 3-mal so dick und dieser hat eine geringere Auflösung und keinen integrierten Computer, Lautsprecher, Mikrofone oder Kameras. Weil Apple den iMac aber so dünn bauen wollte, haben sie sich dafür entschieden, dass das iMac-typische Kinn beibehalten wird und sich fast die gesamte Technik eben hinter diesem Kinn verbirgt und nicht etwa hinter dem Display. Der 24 Zoll iMac ist damit der erste Computer von Apple, der komplett um den M1-Chip herum entwickelt wurde. Ich bin daher wirklich gespannt, wie dieser darin performen wird. Apple spricht selbst von einer 2-mal so hohen Grafikleistung im Vergleich zum günstigsten Vorgängermodell und immerhin 50% mehr Grafikleistung als im schnellsten 21,5 Zoll iMac und auch die CPU-Leistung soll um etwa 85% schneller sein als noch im Vorgänger. Wie schnell der neue iMac letzten Endes wirklich ist, das werde ich natürlich ausgiebig testen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Kommen wir nochmal zum Design. Während ich finde, dass der neue iMac von hinten als auch von der Seite wirklich beeindruckend aussieht, bin ich etwas zwiegespalten, was die Vorderseite angeht. Mit den neuen Farben sieht das Kind zwar auch irgendwie cool aus, aber ein komplett randloses Design wäre halt auch schön gewesen, zumal das Apple-Logo auf der Vorderseite nun auch weggefallen ist. Die Displayränder selbst sind zwar deutlich schmaler geworden, aber sie sind nun weiß. Wie das in echt aussieht, bin ich wirklich mal gespannt. Bei dem Display selbst handelt es sich grundsätzlich um das gleiche, was auch schon zuvor im 4K iMac verbaut war, nur dass es jetzt eben etwas größer ist und daher eine Auflösung von 4,5K hat. Es unterstützt den P3-Farbraum, wird 500 Zell und unterstützt Two-Tone. Ich bin mir alles in allem sicher, dass es sich hierbei wieder um ein erstklassiges LC-Display handeln wird, mit dem man theoretisch auch sehr gut Bilder oder Videos bearbeiten kann. Die Rückseite finde ich dann wirklich ausgesprochen schön. Die knalligen Farben fallen auf und auch das Apple-Logo findet nun hier seinen Platz. Es ist dabei in der genau gleichen Farbe gehalten, wie auch der Standfuß oder die Vorderseite des iMacs. Der Standfuß ähnelt stark dem vom Pro Display XDR, nur eben jetzt in farbig und ohne der Möglichkeit, das Display in seiner Höhe zu verstellen. Der Stand soll perfekt ausbalanciert sein, um so ein einfaches Verstellen des Winkels zu ermöglichen. Neben dem Stand wird es aber auch weiterhin die Möglichkeit geben, den iMac mit einem VESA-Mount-Adapter zu bestellen. Okay, lasst uns über die Anschlüsse sprechen und an dieser Stelle kommen mir die ersten Bauchschmerzen. Der neue iMac hat in seiner Basiskonfiguration nur 2 Thunderbolt-Anschlüsse, einen Kopfhöreranschluss und einen Anschluss für den Power-Adapter. Das war's. In der teureren Konfiguration sind es dann zusätzlich noch 2 USB-C-Anschlüsse mehr und ein Ethernet-Anschluss, welcher sich in dem externen Power-Adapter befindet. Das heißt, wir bekommen keinen einzigen USB-A-Anschluss und auch keinen SD-Karten-Reader, eine durchaus fragwürdige Entscheidung. Ich muss aber auch sagen, dass ich das neue Stromkabel ziemlich cool finde. Das Kabel wird nun magnetisch befestigt und ist mit einem Stoff umwebt, der passend zur iMac-Farbe gestaltet wird. Das Netzteil befindet sich nun nicht mehr im iMac selbst, sondern ist extern untergebracht. Es handelt sich hierbei um ein 143 Watt Netzteil und wenn man sich für den Ethernet-Anschluss entscheidet, dann ist dieser ebenfalls in diesem Netzteil untergebracht. Das habe ich so noch nicht gesehen, finde ich aber auf jeden Fall praktisch. Was ich auch praktisch finde, das ist, dass der Kopfhöreranschluss nur an die Seite gewandert ist, aber nun gut, das musste er auch, da der iMac einfach zu dünn ist, um den Kopfhöreranschluss hinten zu positionieren. Neben dem neuen Chip und dem neuen Design gab es aber auch sonst noch einige interessante technische Verbesserungen. So zeichnet die Kamera nun in Full HD auf und soll in Verbindung mit dem Bildverarbeitungsprozessor auch in schlechten Lichtsituationen sehr gute Bilder abliefern. Dazu gibt es nun auch in diesem iMac 3 Mikrofone in Studioqualität, welche eure Stimme zielgerichtet aufnehmen sollen. Das heißt, selbst wenn es im Hintergrund noch andere Geräusche gibt, wird eure Stimme klar aufgenommen.
In Zeiten, wo Zoom-Calls für viele zum Alltag gehören, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Noch einmal deutlich interessanter ist für mich aber das neue Soundsystem, das komplett überarbeitet wurde und nun das beste Soundsystem in einem Mac sein soll. So arbeiten im neuen iMac nun auf jeder Seite zwei entgegensätzlich laufende Tieftöne und je ein Hochtöner. Dadurch soll der iMac Hi-Fi-Klang abliefern, ohne zu vibrieren. Apple sagt sogar, dass damit 3D-Audio möglich sein soll. Wie das am Ende tatsächlich klingt, das wird mein Test zeigen. Passend zum iMac wurde auch das Zubehör angepasst. So gibt es nun farbige Tastaturen, Mäuse und Trackpads, die in dem Lieferumfang nach wie vor enthalten sind. Eine coole Neuerung gibt es auch noch bei den Tastaturen als solchen. So gibt es diese nun nämlich mit einem Fingerabdrucksensor, mit dem ihr euren iMac schnell und sicher entsperren könnt und mit dem ihr ganz einfach zwischen verschiedenen Nutzerprofilen hin und her wechseln könnt. Doch was soll der Spaß nun eigentlich kosten? Das absolute Basismodell, also jener iMac, den es nur in vier Farben gibt, mit nur zwei Thunderbolt-Anschlüssen, ohne Ethernet-Anschluss, einem M1-Chip mit nur 7 GPU-Kernen und einem Magic Keyboard ohne Fingerabdrucksensor, kostet 1449 Euro, also genauso viel wie das günstigste MacBook Pro. Will man dann jedoch die zwei USB-C-Ports mehr, den Ethernet-Anschluss sowie das neue Magic Keyboard mit dem Touch-ID-Sensor, dann kostet der iMac schon 1669 Euro. Dafür ist er dann aber auch in allen Farben verfügbar. Möchte man aber wirklich einen gut ausgestatteten iMac, also zum Beispiel mit 1 TB Speicher und 16 GB RAM, dann liegt der Preis schon bei knapp 2600 Euro, also echt einer Stange Geld. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zur wichtigsten Frage: Wer sollte sich den neuen 24 Zoll iMac denn überhaupt kaufen? Denn sind wir mal ehrlich, 24 Zoll sind für viele professionelle Anwender dann doch etwas zu klein und diejenigen, die ein größeres Display brauchen oder wollen, beziehungsweise auch diejenigen, die einfach noch mehr Leistung brauchen, die müssen dann auf das nächste Nachfolgemodell vom 27 Zoll iMac warten, was vermutlich aber erst Ende des Jahres auf den Markt kommen wird. Doch für wen ist nun der 24 Zoll iMac etwas? Ich kann mir diesen auf jeden Fall unheimlich gut in Praxen oder auch in Eingangsbereichen von Firmen oder Hotels vorstellen. Ich meine, stellt euch das einfach mal vor, ihr kommt dort rein und seht dann so einen farbigen iMac. Das ist auf jeden Fall ein Eindruck, der hängen bleibt und darauf werden viele Firmen bestimmt setzen. Auch kann ich mir ziemlich gut im Kinderzimmer, aber auch im Homeoffice vorstellen, auch wenn ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob ich so viel Geld für einen Computer meines Kindes ausgeben würde. Ich werde mir den neuen iMac auf jeden Fall am 30. April bestellen und freue mich dann darauf, dass er in der zweiten Maihälfte ausgeliefert wird, um ihn dann ausgiebig zu testen. Wie gesagt, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst am besten jetzt sofort ein Abo da. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie gut sich der iMac für meine Arbeit schlägt, vermute jedoch gleich schon, dass die 24 Zoll auch für mich zu klein sind. Schreibt mir auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, welche Farbe ich mir bestellen soll. Ich bin mir da aktuell nämlich noch ziemlich unschlüssig. So Leute, damit wären wir auch schon wieder am Ende des Videos. Ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.